rein theoretisch, all das ist da hinten nicht. Ja, nee, hier ist ja eh der lokale Cluster. Ich könnte noch mal rein theoretisch überall kurz gucken, ob da noch was ist. Ob da vielleicht noch eine Mission auf mich wartet oder sonst dergleichen. Damit man halt auch alles in dem Spiel gemacht hat. Ansonsten gibt es ja nichts mehr zu tun. Ach komm. Wisst ihr was? Drauf geschießen. Es gibt bestimmt noch Planeten, wo es Missionen gibt, aber wir wollen ja jetzt mal nach Ilos. Wir werden uns natürlich das System hier nochmal genauer angucken, ob es hier noch irgendwas gibt, was interessant ist für uns. Also viele Planeten gibt es hier sowieso nicht. Okay, hier war schon mal nichts. Hier war schon mal auch nichts. Also würde ich ja mal fast direkt sagen, auf nach Ilos. Eppert, kann ich mit Ihnen reden? Für Sie habe ich immer Zeit, Lia. Ich weiß nicht, was auf Ilos geschehen wird. Ich hoffe natürlich, dass wir Saren aufhalten. Aber ein Teil von mir fürchtet, dass es dafür zu spät sein könnte. Es ist etwas, das ich Ihnen sagen muss, falls wir scheitern sollten. Nur zu, ich bin ganz Ohr. Dies könnten unsere letzten Augenblicke miteinander sein. Unsere letzte Chance, einander zu zeigen, was wir empfinden. Ich möchte, dass es etwas Besonderes ist. Uns steht ein Kampf bevor, bei dem wir die gesamte Galaxis retten wollen. Und du willst das jetzt tun? Hm? Ich dachte, mein Volk wäre das, das man vorsichtig nennt, Shepard. Ich möchte es, Shepard. Und wir haben später vielleicht keine Chance mehr dazu. Ja, eigentlich will ich mit ihr gar nichts anfangen. Ich bin mir nicht so sicher. Ich weiß, eigentlich möchte ich sie gar nicht als... Na komm. Ich dachte schon, du fragst nie. Egal. Ein bisschen Spaß muss ja auch sein, wa? Der Göttin. Das war unglaublich, Shepard. Erstaunlich. Wir erreichen in 5 Minuten das Mu-Portal. Ich gehe jetzt besser. Die Pflicht ruft. Wir sollten Joker nicht warten lassen. Shepard, was immer auf Ilos passiert, ich möchte vorher noch eines sagen. Danke für alles. Sorry. Man könnte quasi sagen, wir werden bereits erwartet. Commander, wir haben Besuch. Haben Ihre Sensoren uns schon erfasst? Die Tarnsysteme sind aktiv. Solange Sie uns nicht sehen können, wissen Sie nicht, dass wir hier sind. Ich habe ein paar seltsame Aufzeichnungen von der Planetenoberfläche.
Bringen Sie uns runter, Joker. Folgen Sie den Koordinaten. Das geht nicht, Commander. Die nächste Landezone ist 2 Klicks entfernt. Fuß werden wir es nicht rechtzeitig schaffen. Bringen Sie uns näher ran. Näher geht es nicht. Es gibt keine Möglichkeit. Mit dem Marco absetzen. Für eine solche Landung brauchen wir mindestens 100 Meter freie Fläche. In Sarens Nähe gibt es nur 20 Meter. 20 Meter? Das reicht nicht für eine saubere Landung. Wir müssen es versuchen. Wir müssen eine andere Landezone finden. Es gibt keine andere Landezone. Der Landewinkel ist zu steil. Ach, papalapap. Das ist unsere einzige Chance. Das ist keine Chance. Das ist Selbstmord. Wir können nicht. Das kriege ich hin. Joker? Das kriege ich hin. Etwas Beeilung und runter zum Marco. Joker, setzen Sie uns direkt vor seine Füße ab. Joker ist the shit. Natürlich kriegt er das hin. Ja. Ja. Ich nehme mal Liara mit, weil sie durch ihre Biotik immer ein Vorteil ist. Und jetzt, es geht ja auch gegen Geth. Garrus? Ich weiß nicht, nur noch was gerade... Achso, das geht ja hier gar nicht. Ist ja doof. Oder ich nehme sie mit. Nee, ich nehme Garrus mit. So. Annehmen. Und auf geht's. Nach Ilos. Hineinkommen, bevor Saren die Röhre findet. Diese Tür kann man nicht mit brutaler Gewalt überwinden. Aber Saren hat sie irgendwie geöffnet. Irgendwo in diesem Komplex muss es so etwas wie einen Sicherheitsschaltpunkt geben. Wir müssen einen Weg finden, ihn wieder zu aktivieren. Damit ist unsere Aufgabe ja klar. Wir müssen irgendwie durch diese Tür durch. So, und das machen wir am besten, indem wir uns mal einen Weg suchen, wo wir lang können. Da hinten sieht es doch gut aus. Waffen gezückt. Ja, das war klar. Warum habe ich diese verkackte Pistole? Ja, toll. Moment. So, tschüss, du kleiner Wichser. Okay, einer ist da noch. Na komm. Haha. Okay, eins muss ich mal kurz gucken. Garmeplay, nö, ist normal, alles gut. Okay. Okay. Oh, da hinten ist noch einer. Da hinten ist auch noch einer. Gebe mir die Schnipper. Ach, guck mal, der hat sich in den Blumen versteckt. Das ist ja voll intelligent. Warte mal. Ach, jetzt hat er sich da wieder in Deckung gegeben, der kleine Wichskopf. So. Du bist weg. Ups. Ah. Hier sind ja noch mehr. Okay, das ist ein bisschen übertrieben gewesen, aber scheiß drauf. Okay. Boah, jetzt geht's hier aber los. Jetzt brauche ich eine andere Waffe. Da hinten ist nämlich auch noch irgendwo einer. Ich weiß aber gar nicht wo. Was ist da? Ups. Moment. Ich muss hier kurz in Deckung gehen. Ach du Scheiße. Na wunderbar. Na wunderbar. Okay, ich bin tot. Das ist ja doof. Ach Mann. Na gut. So. Nein, falsche Waffe. So, nee, nicht für die Waffe haben.
So, Nummer 1 ist tot. Ah, Nummer 2 stellt sich jetzt ja voll geil um die Ecke. So, dann ist er auch tot und der andere steht hier einfach nur blöd rum. Du bist auch tot. Jetzt kann ich die Sniper nehmen. Fuck. Ach, du bist doch scheiße. So. Gut. So. Ba-pow. So, der Arschkeks ist auch weg. Okay, da hinten ist einer, da sind hier nur ganz viele, also von daher, oh, kein Problem. Okay, er kommt. Und tschüss. Ich weiß, der wird da unten irgendwo sein, also von daher kann er mir eigentlich voll am Arsch vorbeigehen. Garrus, geh weg. Garrus. Garuzzi. Da. So, okay. Knall mal ein paar. Boah, ey, genau. Ja. Nur irgendwie in Deckung gehen, ohne dass die mich sehen. Ich sie aber und dann muss ich die kaputt hauen. Ja, wobei geht ja auch so weiter. Ich muss halt ab und zu mal ein bisschen aus. Ach du Scheiße. Fuck. Mann, ist doch doof. So. Mal wieder pro-mäßig am Failen die ganze Geschichte. So. Du bist tot. Du bist auch tot. Und du sowieso? Wie, der ist tot? Der lebt noch. Am Arsch. Ach, jetzt habe ich daneben geschossen, das ist doof. Das ist blöd. Ja, genau, jetzt hat er natürlich so voll den Schutzschild am Start. Macht mir aber ja nichts. Ach, hinter mir ist jetzt auch noch einer. Kommt er denn auf einmal her? Ach, da sind noch mehr als einer. Super. Ja, du kannst mal Disco-Disco hier machen. Ist mir relativ Wurst. Ach, hier sind so eine komischen Drohnen. Stehe. Hier ist auf jeden Fall noch einer. Jetzt nicht mehr. So. Ach, muss der Shepard es wiederkommen. So, jetzt verstecke ich mich einfach mal hier hinter. ja, ein bisschen doof, weil ich kann die von hier gar nicht treffen. Das ist natürlich jetzt echt scheiße. Aber er kommt ja. Alter! Voll am Arsch. Problem ist natürlich, er darf mich nicht treffen, sonst war's das mit mir. Und da will ich auch ein bisschen vorsichtig sein. Weil da ja auch noch ein zweites Vieh kommt. So, aber das ist schon mal nicht schlecht. Ah, schön zum Boden, so, der ist schon mal tot. Der ist schon mal tot. Da hinten ist aber noch so ein behinderter Kampfläufer. Ich glaube, ich werde erstmal Garrus zurückholen. Mal ein bisschen was ein hier. Okay.
Genau, immer schon auf Garrus schießen. Oh, ich sollte mich nicht so zur Zielscheibe machen. Okay, jetzt einfach kommen. Juhu. Damit haben wir das schon erledigt. Hier geht's nicht rein, okay. So, hier sind doch bestimmt noch mehr Gegner. So, in die Richtung oder auch in andere Richtungen. Erstmal hier noch ein bisschen schauen. Da ist auf jeden Fall noch einer. Hier unten. Werde hier alles kontrollieren. So. Ja, du solltest auch mal reingucken, wo Gegner kommen. Du kleiner blöder Geth. So, du bist auch tot. Ne, da kann ich nichts machen. Kann man hier irgendwas machen? Nö. Da war auch noch ein Geth. Ach, hier sind meine scheiß Fertigkeiten zu gering. Das ist doch kacke. Okay. Hier ist blockiert, das heißt, hier sind auf jeden Fall welche. Oh nö, da sind ja auch diese komischen Springviecher, das ist doch doof. Ich mag die doch nicht. So. So. Hier sind aber noch mehr. Hier ist noch einer. Ja, sehr intelligent. Der steht hinter Kissen. Schießt mal drauf. Vielleicht trifft man den ja nicht. So. That was it. Achso, jetzt bin ich hier unter dem Marco, wa? Wir nehmen natürlich alles mit, was uns hier in die Finger kommt. Sonst können wir einfach hier wieder hoch. Hier wieder hoch.